Am 7.2.2018 kam ein neues Update für Forge of Empires raus, was die Dekorationen im Spiel in ein völlig neues Licht rücken lässt. Worum es in dem Update ging und warum Dekorationen nun ganz anders verwendet werden können, erkläre ich euch in diesem Video. Bislang war es so, dass man eigentlich grundsätzlich davon abgeraten hat, Dekorationen zu bauen, um Zufriedenheit zu gewinnen. Grund dafür war, dass Dekorationen zum einen auf das einzelne Feld gerechnet wesentlich weniger Zufriedenheit bringen wie kulturelle Gebäude, aber auch anderen Gebäuden wie Schreien des Wissens, Stammesplätzen oder auch einfach nur Produktionsgebäuden für Vorräte oder Wohnhäuser, die teilweise wertvolle Boni bringen, wenn sie motiviert sind, die wichtigen Motivationen klauen konnten. Das heißt also, dass es sein konnte, dass eben diese wichtigen Gebäude keine Motivation abbekommen haben, dafür aber kleine Dekorationen, die meistens nur als Platzfüller gebaut wurden und dessen Effekt beim Motivieren minimal ist. Um das zu verhindern, hat man grundsätzlich eigentlich eher davon abgeraten, Dekorationen zu bauen, doch das hat sich mit dem neuen Update 1.119 drastisch verändert. Hier wurde endlich eine klare Hierarchie zum Motivieren von Gebäuden aufgestellt. Das heißt, wenn eure Nachbarn, Gildenkameraden und Freunde nun den Helfen-Button benutzen, wird das Gebäude, welches motiviert oder poliert wird, nicht mehr beinahe willkürlich ausgewählt, sondern es folgt einer ganz klaren Reihenfolge. Das heißt, Gebäude, die Forge-Punkte bringen, werden grundsätzlich als erstes motiviert. Hierbei wird auch noch beachtet, dass Gebäude, die mehr Forge-Punkte produzieren, auch als erstes motiviert werden. Mal ein kleines Beispiel dazu. Stellt euch vor, das sind die Gebäude eurer Stadt. Zwei Schreine des Wissens, ein schwarzer Turm, ein Stammesplatz, eine Obstplantage und 5 Dekorationen. Bislang hätte es zum Beispiel so aussehen können, wenn zum Beispiel 5 Freunde eure Gebäude motivieren. Wenn man also wirklich Pech hatte, hätte es sein können, dass zum Beispiel der Schrein des Wissens oder eine Obstplantage nicht motiviert wird, dafür aber mehr Dekorationen, die rechnerisch nur einen unglaublich kleinen Teil der Zufriedenheit steigern. Man musste allerdings trotzdem auf einen Forge-Punkt durch den Schrein und auf die doppelte Produktion der Obstplantage verzichten. Gegenübergestellt zu der bisschen Zufriedenheit schon ein herber Verlust. Bisher wurde das wie gesagt umgangen, indem man einfach möglichst keine Dekorationen gebaut hat. Jetzt kann man allerdings so viele Dekorationen bauen, wie man will, denn die Hilfen werden nun so verteilt. Der schwarze Turm wird immer als erstes motiviert, da er im Gegensatz zu den Schreien mehr Forge-Punkte produziert. Dann folgen die Schreine. Erst nach allen Gebäuden, die Forge-Punkte produzieren, folgen die Gebäude wie Stammesplätze, die Güter produzieren. Auch diese werden nach der Menge der Güter sortiert. Es folgen Gebäude für Medaillen und Blaupausen und anschließend Produktionsgebäude für Vorräte und Wohnhäuser für Münzen. Hier werden Gebäude aus neueren Zeitaltern bevorzugt. Und erst wenn alle Gebäude motiviert sind, werden Dekorationen poliert. Die einzigen Gebäude, über die keine Auskunft in den Update-News gegeben wurde, sind kulturelle Gebäude. Wo in dieser Kette sich die einordnen, kann ich leider nicht genau sagen. Ich selbst würde jetzt mal behaupten, entweder noch vor Gebäuden für Medaillen oder hinter Gebäuden für Blaupausen. So wäre allerdings nur meine persönliche Einordnung, genau kann ich das leider nicht sagen. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den Bau von Dekorationen? Also ich würde mal sagen, nie wieder freie Felder in der Stadt. Jetzt kann man sich endlich mit Dekorationen ausleben, ohne um die Produktivität anderer Gebäude fürchten zu müssen. Dann hoffe ich, das Video hat euch wieder gefallen, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, ciao!